Hallo ihr Lieben. Ja, im Moment ist das eher eine Seltenheit, dass ich in den Garten komme. Ich bin schon seit 1,5 Wochen mit Grippe, Erkältung und so weiter beschäftigt. Und ich bin noch nicht durch. Deswegen große Aktivitäten im Garten und drumherum wird es gerade nicht geben. Und da es die nächsten Tage richtig schlechtes Wetter werden soll mit viel Regen und ich, wie gesagt, auch noch nicht gesund bin, weiß ich gar nicht, wann es dann sonst dazu wieder kommt. Das letzte Video ist über 2 Wochen her. Und heute nehme ich euch mit, trotz Grippe, ein kleiner Gartenrundgang bei mir. Der letzte ist so gut angekommen, dass die Fortschritte euch bestimmt auch interessieren dürfen. Und seid gespannt, ich melde mich gleich aus dem Garten. Da haben wir eine Krähe, die Hallo gesagt hat. Ja, ich bin jetzt in meinem Garten. Ihr seht den quasi jetzt hinter mir, für alle, die es noch nicht kennen. Ich habe ja jede Menge Abonnenten auch dazu gekriegt über Januar, Februar. Echte schöne Entwicklung, das freut mich, dass wir mal mehr dazu stoßen. Ja, ich bin jetzt im Garten. Warum bin ich überhaupt im Garten, obwohl ich krank bin? Zu Hause fällt einem auch die Decke auf den Kopf. Und ich habe immer wieder gemerkt und fördere das auch immer mehr, dass ich raus in die Natur gehe, ob das in der Garten ist, der Wald, gibt mir so viel Kraft, gibt mir Heilung, ist förderlich für meinen Heilweg auf jeden Fall. Ja, und heute mache ich einfach einen Gartenrundgang für euch. Und noch seid ihr hier auf dem Selfie-Stick, einer kleinen Errungenschaft, einer Schnäppchen-Errungenschaft. Aber ich möchte das Ganze gerne mit Stativ machen. Ich denke mal hauptsächlich hinter der Kamera, aber ab und zu werde ich bestimmt auch davor treten. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Gartenrundgang. So, bevor die Aufnahmen nachher nichts mehr werden, werde ich mich ein bisschen beeilen, denn Wind nimmt zu. Die nächsten Tage ist auch richtig Sturm erwartet. Ein bisschen Angst um meine Foodsharing-Auslage. Die lag schon mal auf dem Weg nach dem Sturm. Ich glaube, im letzten Jahr war das noch. Ja, genau, im letzten Jahr hatten. Ich werde jetzt loslegen, nicht so viel Zeit verlieren und lege direkt auch wieder hier vorne los, so wie beim letzten Mal. Denn hier vorne stehen meine Hochbeete und dazu erzähle ich euch jetzt was. Das Beet hatte ich ja eigentlich schon mal grob durchgegraben und ja, die ganzen Selleriegeschichtchen, die boxen sich hier durch und das finde ich toll, denn somit kann ich diese einzelnen Pflänzchen woanders im Garten verteilen. Das werde ich machen und hier Neues reintun. Das heißt, die dürfen weiter wachsen. Das ist quasi meine chaotische Anzucht, könnte man sagen. Also das Hochbeet ist noch nicht fertig vorbereitet für das, was danach kommt. Also diese Pflanzen eignen sich nachher wunderbar, um in die anderen Beete zu kommen. Ich freue mich, das sind schon ein paar und für mich wird es auf jeden Fall reichen, das, was ich jetzt hier überall sehe. Erntemäßig kam ordentlich was raus. Auf der anderen Seite, ich teile ja auch gerne, das wisst ihr. Und jetzt hüpfen wir rüber zum anderen Beet. So viel wird sich da wahrscheinlich nicht getan haben, aber gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh wow, das muss ich euch zeigen. Ja, wow, ich denke, das kann sich super sehen lassen. Am meisten Schuss hat gekriegt definitiv der Potluck, ne? Posteline auch genannt. Feldsalat sieht unverändert aus, obwohl wird auch kräftiger, definitiv. Hier schon Wegerich rechts, der ist auf jeden Fall auch kräftiger geworden. Aber ansonsten, also Potluck geht gerade richtig ab, weil so große Blätter, die habe ich vorher noch nicht gesehen bei mir. Schön! Dann seht ihr jetzt meinen Apfelbaum. Ich habe den noch nicht wirklich bearbeitet. Also Obstbaumschnitt letztes Jahr nicht, dieses Jahr auch noch nicht. Werde das aber zeitnah machen. Ich weiß, ich bin spät dran, ob das alles so sinnvoll ist. Stelle ich auch in Frage, aber ich mache es einfach, denn ich möchte nicht, dass die großen Äste abknicken und ich möchte das endlich mal kompakter halten. Und ja, ihr könnt das selber sehen, da gibt es so viele Triebe da oben, die senkrecht hochgehen, die können alle ab, so oder so. Bisher habe ich vom Obstbaumschnitt noch keine Ahnung. Ich habe einen Freund, der mir da helfen wollte. Inwiefern er Ahnung hat, weiß ich nicht. Aber das macht auch nichts, immerhin deutlich besser, als es bei mir aussieht. Und ich möchte das auf jeden Fall von meiner To-Do-List streichen und ja, hoffe dann trotzdem irgendwie auf ein paar Äpfel dieses Jahr. Hier wächst wunderbar der Rhabarber. Wie ihr sehen könnt, da ist auf jeden Fall Grün dazugekommen. Ein paar Stellen öffnen sich weiter. Bei so einem milden Winter und so viel schönen Wetter ist das ja auch echt kein Wunder. Ich lasse den weiter in Ruhe, den werde ich jetzt nicht wegen Winter schützen. Das lasse ich ganz natürlich laufen. Letztendlich möglichst wenig Aufwand auch für mich. Und ja, dieses Beet, das gefällt mir richtig gut. Also der Rhabarber, der fühlt sich hier auch wohl und somit bleibt er so, wie er ist. Und ja, ein bisschen unkrautfrei halten, ansonsten wird er sein Ding hier weitermachen. Ah, ich freue mich auf jeden Fall. Schön integriert, eine schöne Ecke hier in der Natur.
Zaunhochbeet, das ich mal angelegt habe letztes Jahr. Hier läuft es weiter soweit auch prächtig, also kriegt weiter einen Schuss, aber schaut mal, was sich da tut. So, hier könnt ihr wunderbar erkennen, der Knoblauch geht richtig ab, der kommt überall, der schießt und schießt und schießt. Ich freue mich, hier kommt auch was nach, ein Doppelter, hier haben wir einen Mehrfachen und unglaublich, oder? Also ich freue mich und ich war hier ja noch nicht großartig bei, Nährstoffe reinzubringen nach dem Leben bringt Leben Prinzip. Also für so weit und so gut, ja, so gut, so weit. Hier seht ihr den Lein, wie er sich wunderschön im Wind bewegt. Und ansonsten ist das hier noch ein wunderbares Feld, wo ich dann nachher Sachen rausziehen kann. Also Potluck, die Asiasalate. Ja, beim Lein weiß ich noch nicht, wie sich das entwickelt, um da irgendwas Positives rausziehen zu können, wo man sich vielleicht mal später irgendwas von selber macht oder so. Ich glaube, da brauche ich größere Mengen, die ich anbaue. Aber ich lasse das mal weiter laufen und bin gespannt. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier schon Wegerich, der wird immer, immer, immer größer. Merkt ihr, wie meine Stimmung schon besser wird? Ach, ich liebe das. Ne? Wenn man zu Hause mal... Und jetzt ist das schon ein bisschen besser. Es hilft mir schon. Merkt ihr das? So, herrlich. Ja, hier war eigentlich noch jede Menge Feldsalat drin. Und ich muss sagen, zu sehen ist davon nicht viel. Für die ganze Aussaat, die ich da drin habe, kann ich jetzt gerade mal 4-5 Pflänzchen erkennen. Und es tut sich da nicht so viel. Aber ich gehe mal ran. Hier ist auch sehr viel Unkraut, das weiß ich. Dennoch, Feldsalat mag den Platz nicht. Der kommt woanders hin. Hier könnt ihr das sehen. Da ist Feldsalat. Hier ist Feldsalat. Da ist Feldsalat. Ja, und ansonsten ist nicht so wirklich viel zu sehen. Ich weiß, es ist jetzt nur die linke Ecke, aber könnt ihr das sehen, hier ist nichts weiter gekommen. Ich habe festgestellt, das ist jetzt definitiv die Zeit, um die Dinger mal abzuschneiden bei Gelegenheit und sie zu sammeln für meine Feuerchen, für mein Grillfeuer, wie auch immer, als Anzünder kann ich euch empfehlen. Also nach wie vor mein Tipp, lasst die Dinger im Herbst stehen, rockt die nicht runter, die Tiere freuen sich, noch ein bisschen was zum Knabbern, ein bisschen was zum Landen, ein bisschen was zum Sitzen und später habt ihr was zum Grillen, zum Anzünden oder fürs Lagerfeuer. Also die Dinger werde ich demnächst dann auch ernten. Ernten? Ich ernte Grillanzünder. Ja. Herrlich, gehen wir mal weiter. Was gibt es noch zu sehen? Ah, Kihubeet, genau. So, und hier könnt ihr das, denke ich, mal ganz deutlich sehen. Der hier wächst, nimmt zu. Das ist ja der Salat Neckarperle. Da vorne ist auch einer. Hier vorne nun könnt ihr schön den Knoblauchschnittlauch sehen, wie er langsam rauskommt. Ich freue mich. Da gibt es auch noch eine andere Stelle, meine ich. Ich glaube sogar auf dem Naturzaun Hochbeet. Da bin ich doch vorhin gewesen. Ja, genau. Hier ist er auch. Ich freue mich. Knoblauchschnittlauch. Ganz besonderes Aroma ist übrigens der chinesische Schnittlauch. Ist eine alte Sorte. Also holt euch den in den Garten. Also so ein geiler Geschmack. Der darf bei euch zu Hause echt nicht fehlen. Guckt euch das an. Na, erkennt ihr das? Hier sind noch Reste vom letzten Jahr. Das ist der Blattfenchel. Oh, ich rieche ja nicht so viel zur Zeit, aber das ist echt schön. Fenchel, ist doch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich nehme mir noch was mit für zu Hause. Oh, gute Idee, würde ich sagen. Dem wird schon gut gehen nachher. Oh, da wächst so viel, da kommen so viele kleine neue Triebe. Ich freue mich, richtig schön. Die haue ich mir auf jeden Fall irgendwo ins Essen rein. Oder esse sie so. Mal gucken. Muss ich noch mal gucken, wie ich die zubereite. Habe ich noch nicht so wirklich gemacht. Letztes Jahr habe ich hier gar nicht wirklich geerntet von dem Teil. Aber es kommt ja immer wieder. Ist doch schön. Dennoch was ganz Wichtiges, was ich weitergeben möchte. Ich habe ja letztes Jahr mit der Anzucht viel experimentiert, ausprobiert. Ich kann euch sagen, für alle, die jetzt bei mir warten, wie ich das jetzt so vorhabe, ich gehe das Ganze ein bisschen ressourcenschonend an. Ich möchte die Kreisläufe im Jahr irgendwie schließen, ohne zu Hause Strom verbrauchen zu müssen. Das heißt, Lampen und so kommen sowieso nicht in Frage. Und ich habe mir so bestimmte Gedanken gemacht, wann ich starten möchte. Man sagt ja zurzeit gerade so Paprika, Chili, Physalis, solche Sachen, das lohnt sich. Ich sage, den Stress mache ich mir nicht.
Ich warte noch ein bisschen. Frühestens Ende des Monats fange ich mit diesen Kandidaten an, aber so richtig mit der Anzucht, nicht so wie letztes Jahr, aber dafür ja, spätestens Mitte März wollte ich da die Aussaat machen für Tomaten, für Kohlrabi, für was weiß ich, was alles wieder in meinen Garten finden soll. Ich möchte ein bisschen mehr mit dem Kreislauf der Natur gehen. Ich denke, dass das andere einfach absolut unnatürlich ist. Und ja, warum soll man sich diesen ganzen Stress machen? Also ich hatte jede Menge Spaß letztes Jahr, aber ich habe letztes Jahr auch schon gesehen, was ich in diesem Jahr anders machen möchte. Vorweggeschickt, diese Papptöpfe, das ist nicht wirklich nachhaltig. Das schmeißt mal gleich wieder raus aus eurem Gedankengut. Hörte sich erstmal nachhaltig an, aber die Geschichte, da kann man nicht nachvollziehen, ob die vielleicht torfbelastet sind. Belastet in Anführungsstrichen, das ist ja was Positives, aber es bedeutet, dass irgendwo Torf abgebaut wird. Alles so Sachen, die man nicht nachvollziehen kann. Ich habe das versucht zu recherchieren, habe keine Antworten gekriegt. Da gibt es keine Transparenz, was ist jetzt da drin. Ist es drin, ist es nicht drin, wie auch immer. Also diese Pflanztöpfe, das mache ich nicht nochmal. Ne? War interessant, war schön, aber ich habe sie dieses Jahr nicht mehr und müsste jetzt alles neu besorgen. Deswegen, da gibt es andere Methoden. Und das alles, das kommt dann im Laufe der Zeit. Wie gesagt, es ist noch zu früh. Ich warte noch und wenn das losgeht, werde ich das sofort mit euch teilen, dass ihr zu Hause mitmachen könnt. Also ihr habt mal von den Daten her spätestens Ende Februar mit diesen Sachen Chili Physalis und so weiter, Paprika und 2 Wochen später die Geschichte mit Tomaten und Co. Gurke, Zucchini, wie auch immer. Also ich bin zufrieden und sehr glücklich, weil trotz aller Vorfreude, es bringt nichts, wenn man die Pflanzen so früh vorzieht. Alle anderen Pflanzen haben bei mir nachgezogen, die ich später ausgesät habe. Somit fällt das andere alles weg. Die Gefahr des Vergeilens, also dieses dünn Hochwachsen, instabil, das fällt alles weg. Und alle Sachen, die ich sehr spät ausgesät habe und auch mager ausgesät habe, die waren ja erst ein bisschen klein, die haben richtig Schub gekriegt. Gerade die Tomatenpflanzen haben richtig dicke Stämme gekriegt. Wurden richtig stabil und die Pflanzen haben es einfach aufgeholt. Bei den Tomaten habe ich auch noch was Besonderes vor. Und zwar, letztes Jahr habe ich lauter Einzelpflanzen gemacht. Ich möchte dieses Jahr mit wenigen Pflanzen viele Pflanzen machen. Also ich werde weniger Platz brauchen bei der Anzucht. Ich habe ja den Herbert, der gerade immer mal mit der Motorsäge zu hören war. Dort durfte ich ja letztes Jahr meine Anzucht vorantreiben und habe da Platz gekriegt. Das war richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder klappt. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ich denke mal schon. Wird mir da ein bisschen was helfen, auch in Sachen Stadtgarten. Thema Stadtgarten kommt noch ein andermal. Was kann ich sagen? Geht auf jeden Fall los. Ist auf jeden Fall unter Dach und Fach. Ist alles offiziell. Ich darf drüber reden, aber jetzt, ich bin gerade nicht so in der Stimmung, um alles Positive rauszuposaunen. Ist auch viel Bürokratisches bei und so weiter. Deswegen zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Aber ihr dürft euch da draußen freuen, dieses Projekt startet in Husum. Wir wollen auch ein Beispiel geben. Wie gesagt, es wird einen neuen Kanal geben und so weiter. Ja, es wird toll. Es ist übrigens ein Pilotprojekt. Auch wenn es Stadtgärten in anderen Orten schon gibt und da auf jeden Fall Bewegung drin ist. Wir haben noch einen Ticken mehr vor. Da ist einiges. Zu Hause schon ganz viel auf Blatt Papier. Das ist das Positive am Kranksein. Da konnte ich mich ein bisschen sortieren, aber auch nur begrenzt, weil ich muss raus und Sachen regeln, um da voranzukommen. Jetzt im Moment habe ich die Zwangspause mit dem Kranksein. Ich hoffe aber, dass ich auch bald mal Quality Time für mich selber habe und Freizeit, denn dieses Jahr war das noch gar nicht der Fall. Also ich bin aus wochenlangem Stress jetzt ins Kranksein gefallen. War die Zwangspause, in der Hinsicht bin ich glücklich, nicht überall rumrennen zu müssen, aber dennoch krank sein, ich glaube, es gibt einfach Besseres. Ja, was gibt es noch zu zeigen? So viel nicht. Ich habe ein bisschen was zur Artischocke erfahren. Die ist ja im Zuschauerbeet gelandet und ich habe sie überwintern können. Das war ja alles ganz neu für mich. Anni, lieben Gruß an der Stelle, falls du das sehen solltest. Bei dir habe ich das auf jeden Fall mitgenommen. Jetzt kommt ein Zug vorbei, warten wir einen Moment. Heute habe ich zur Artischocke ein bisschen mehr erfahren und zwar, das ist auch eine mehrjährige Pflanze, wenn man die richtigen Sorten hat. Allerdings kann man auch mal Pech haben, dass was erfriert. Muss da vielleicht Schutz machen. Ein schützender Ort ist natürlich dann optimal. In meinem Fall scheint das ganz gut zu klappen. Das werde ich weiter verfolgen. Alte Blätter noch wieder abmachen, mulchen und so weiter. Aber hier so geschützt zwischen den Beeten. Da haben wir das Grassodenhochbeet.
dort etwas tiefer gelegen dann das euer Zuschauerbeet und ein weiter wieder höher gelegen das Kiholbeet und somit hat das natürlich jede Menge Vorteile, genau diesen Standort zu haben. Ich weiß, ich stehe davor, aber ich denke, zu der Geschichte habe ich auch im letzten Video genug gezeigt. Deswegen, wo gehen wir denn jetzt lang? Oh, guck mal, seht ihr das? Da. Okay, zu früh gefreut. Und zwar dachte ich, hier kommen lauter neue Triebe. Das sah aus der Entfernung sehr schön aus. Oh, jetzt habe ich direkt die Sonne hinter euch. Ja, da wird abgeknabbert. Aber sei es den Tieren gegönnt, die dürfen durch den Winter kommen. Ich habe ja nicht mal gegen Wühlmäuse was. Ich habe auch mit Maulwürfen keine Probleme, die mir irgendwelche Beete umflügen. Das hat alles positive Effekte. Lasst die Natur Natur sein und ihr werdet trotzdem genug Ernten haben und mit genug belohnt werden und euch freuen dürfen, wie eure Gärten wachsen. Also Permakultur, ich kann es euch weiter ans Herz legen. Wer da ein bisschen tiefer reingehen will, ich habe ja auch mal ein Hortus-Video gedreht. Auch der Stadtgarten wird an einen Hortus angelehnt, beziehungsweise soll ein Hortus werden. Und ja, wer noch keine Ahnung hat, wer das hat, wer noch keine Ahnung hat, wovon ich rede, der sollte da oben mal nachgucken. Ich werde euch das verlinken. Hier in dem Bereich, ja, gibt es noch kleine Überraschungen, sehe ich gerade. Und zwar kommt der Knoblauch, den ich letztes Jahr gesteckt habe. Und zwar im Frühjahr, also es ist fast ein Jahr her. Ein paar sind nicht gekommen und die scheinen anscheinend jetzt zu kommen. Das ist ja spannend. Ich weiß, der Wind ist ein bisschen schlimm geworden. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wo ich Knoblauch entdeckt habe. Und ich habe ganz sogar noch mehr entdeckt. Echt witzig, wir haben, das zeige ich mal mit dem Fähnchen, da den Knoblauch und da den Knoblauch, direkt in der Mitte beim Kompass vom Kiholbeet. Und dann haben wir einmal da noch einen und irgendwo da, genau da. Ja, so, viermal Knoblauchüberraschung. So, ich stehe hier gerade an der Ecke vom Kartoffelacker und ich möchte ja an alle Beete noch weiter Aktivkohle reinbringen. Ich habe das ja dieses Jahr ein bisschen was hergestellt, da wovon das Video begonnen hat und wahrscheinlich auch gleich enden wird. Dort habe ich ja jede Menge Aktivkohle in einem Loch und das wird hier so nach und nach reinfließen. Natürlich nicht die volle Menge und ich werde auch noch deutlich mehr brauchen. Ich werde das natürlich so sinnvoll aufteilen, wo ich das dann haben möchte. Effektive Mikroorganismen, Urgesteinsmehl, solche Sachen finden dann natürlich auch rein, gar keine Frage. Beziehungsweise sind ja auch schon mit effektiven Mikroorganismen geimpft, die Aktivkohle-Stücke oder die Aktivkohle. Ja, und hier der Kartoffelacker. Ich habe jede Menge coole Kartoffeln schon, die keimen zu Hause für die Aussaat oder das Kartoffelstecken oder Setzen oder wie es nachher am Ende heißt. Da dürft ihr die Fachleute fragen, mir ist das. Ich gebe weiter, was ich weitergeben kann, was wichtig für euch ist, aber ihr müsst nicht alles genau wissen, wie es heißt. Also jedem das seine, gar keine Frage. Für mich ist das nicht ganz so wichtig. Also ich habe da auch öfter mal Versprecher drin. Übrigens eine kleine Korrektur zu letztes Mal. Dies hier ist kein Blutwegerich, sondern das ist die Blutampfer. Also einmal korrigiert, dass ihr das wisst. Und auch hier möchte ich nochmal aufklären, das hier soll eine Moosart sein und das ist wohl eine Erdbeere. Und ich habe drei verschiedene, die da in Frage kommen, beziehungsweise sogar mittlerweile vier, aber grundsätzlich drei. Ich habe eine weiße letztes Jahr ausgesät, ich habe die Moschus, diese weinrote ausgesät, die sind alle nicht gekommen. Und eine wilde hatte ich auch irgendwo rumfliegen, also die drei könnte sein, beziehungsweise es kann auch sich weiter ausgesät haben durch die Erdbeerpflanzen, die ich an der anderen Ecke habe. Wenn der Winter so weit trägt, ist alles nicht ausgeschlossen. Könnt ihr auch immer beobachten, dass mal woanders eure Pflänzchen auftauchen und der Samen sich verteilt hat im Garten. Also durchaus möglich. Bin ich gespannt. Oh, jetzt entdecke ich, hoffe, ihr könnt das sehen. Hier der Thymian, da auch Thymian, Thymian. Da links haben wir auch noch Thymian. Na gut, könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber den werde ich auch hier rausholen, beziehungsweise bei dem Beet habe ich dies hier auch ein bisschen was anderes vor, den Bereich hier sowieso schöner gestalten. Sieht zwar sehr nett aus, aber habe ich letztes Jahr nicht nutzen können. Prioritäten setzen ist manchmal krank sein, ist ja auch dran bei jedem Mal und vom Timing her sollte das halt noch nicht sein. Dennoch ist das hier eine schöne Stelle und das werde ich auf jeden Fall freimachen, schöner machen, auf jeden Fall, dass man das nutzen kann. Gerade die Bank ist sehr hart und ungemütlich, mit Decken aber super angenehm und man kann da echt richtig schöne gemütliche Zeit verbringen.
Fand ich auf jeden Fall eine schöne Stelle. Das werde ich dieses Jahr wieder beleben, dass das mehr genutzt werden kann. Naja, der Garten entwickelt sich. Ich sage ja mal Schritt für Schritt Schritt für Schritt zum Permakulturgarten. Und Permakultur für mich ist das nicht nur die Pflanzenwelt, sondern wir sind ein Teil des Ganzen. Und wenn wir unsere Möbelchen und da überall unsere Ecken haben, ist das für mich ein Teil, der da reinpasst. Klar, Pflanzenkunde, Fachwissen werden mir jetzt viele widersprechen, aber das ist mein Blickwinkel. Ihr seid ein Teil der Natur. Direkt neben dem Podest oder der Bananenpflanze haben wir hier noch die Malve, die sich gut durch den Winter boxt und wir sehen könnt, auch frische kleine Blätterchen kriegt. An anderer Stelle habe ich auch eine Pflanze gesehen, ich weiß nicht, ob das auch eine Malve ist oder ob das die, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Da meine ich die hier, aber ich glaube, das ist eine Malve, weil die wächst von dort drüben so rüber. Und von der Pflanze, von der ich geredet habe, irgendwas mit Z war das oder so, die ist hier hinter. Das war so eine orange-gelbene, eine richtig, richtig schöne. Aber das dürfte eine Malve sein. Da hänge ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, das ist eine Malve. Plattform ist eindeutig, diese Pünktchen sind da auch eindeutig. Die scheint irgendeinen Mangel zu haben oder vielleicht ist es auch natürlich. Die wird schon wachsen und Blüten haben. Ich freue mich da auf nächstes Jahr. Es war eine kleine Geschichte, die mich überrascht hat. Dann die Blüten kann man essen. Ich glaube, die Blätter auch. Da möchte ich mich aber nicht aus dem Fenster lehnen. Da dürfte ich sehr gerne mal selber recherchieren. So, ich weiß nicht, ob es jetzt noch was zu entdecken gibt. War nun ja auch doch ein längerer Grundgang als geplant. Für mich auf jeden Fall vom zeitlichen Aufwand. Ich habe aber zwischendurch immer wieder Momente, wo ich husten muss, Nase läuft und ich möchte jetzt auch langsam wieder nach Hause und mich weiter auskurieren. Wir haben gerade Samstag, ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt. Oh, die Hecke fängt an zu wachsen, schön. Dennoch ist jetzt erstmal gesund werden dran und alles andere muss einfach warten. Ja, so ist das, ne? So wie das Leben kommt. Schön. Ah. Kann bestimmt irgendwas zu essen machen, wo das richtig gut reinpasst. Zum Honig machen reicht das nicht. Ja, sage ich jetzt hier tschüss. Ich wollte euch noch die Aktivkohle zeigen, ne? Ach man, ihr könnt euch Kohle vorstellen, das ist jetzt nicht so die Raketenwissenschaft. Ich würde sagen, das greife ich ein andermal wieder auf. Wow, ich sehe gerade richtig viel Weide, das kann ich euch doch nicht vorenthalten. Da, guck mal. Da richtig viele schöne Weidekätzchen. Oh, schön. Überall. Wow. Und das sind nur die abgeschnittenen Äste hier. Ne? Also ist echt toll, wie die Weide immer, oder wie lange die eigentlich noch lebt. Ne? Ich habe ja auch Stöcker gelagert gehabt beim Naturzaun, Hochbeet. Und ich dachte, die wären dann so weit hin, dass da nichts mehr wachsen kann. Jetzt wächst mir da überall Weide. Ist aber okay, dann sollte das so sein. Damit kann ich wunderbar leben. Wow. Ich mag dieses Pflänzchen. Voll schön. Kommen auch neue Triebe hier. Vorne in dem Erdloch habe ich meine Aktivkohle drin, die in die Beete kommen, wie ich vorhin schon erzählt habe. Ihr wisst, wie Kohle aussieht. Ihr könnt, glaube ich, genug erkennen. Das ist jetzt nicht keine Raketenwissenschaft. Aber das ganze Geschichtchen, auch Bokashi habe ich noch nicht vergessen. Humushütte habe ich auch nicht vergessen. Kommt alles in Zukunft. Alles zu seiner Zeit. Ich habe es ja nicht eilig. Das, was ich sage, kommt auf jeden Fall irgendwann. Und wenn es dem nicht so sein sollte, dann werde ich das immer offen kommunizieren. Ja, Aktivkohle. Ich gehe mal wieder aktiv nach Hause und werde mich ins Bettchen oder aufs Sofa verkrümeln und mich erholen. Vielleicht habe ich auch Bock, gleich noch ein bisschen am Filmchen rein rumzuschneiden. Aber für heute soll es hier draußen genug gewesen sein. So ein bisschen die schöne, frische Luft einatmen. Wir haben richtig schöne Luft. Letzte Nacht waren 0 Grad. So viel Frost hatten wir hier übrigens noch nicht. Ich habe mit meinem Garten hier auch eine Ecke, die größtenteils auch immer Glück hat. Wenn der Wind dann die nächsten Tage richtig stark wird, wird das nochmal interessant, was meine Foodsharing-Anlage angeht. Aber ich kann sie gerade nicht wetterfest machen. Vielleicht kippe ich sie gleich noch auf den Boden, dass sie nicht so auf den Weg fällt. Ein bisschen geschützt ist. Aber ansonsten, ich muss das irgendwann mal so verankern, dass ich da Ruhe habe. Das ist natürlich heute nicht dran. Also ich werde hier nicht buddeln heute. Das ist dann, wie es ist. Gut. Vielleicht lege ich auch unten noch ein paar Steine zum Beschweren drauf, fällt mir ein. Das wird noch gehen. Ja. Gut, ich freue mich, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr kennt mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Lars. Abbauen, Tasche packen und ab nach Hause. Guck mal. Doch ein paar mehr Details für die noch dran geblieben sind. So, nun aber weg.